Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Homefront im Singleplayer Part 6. Wachtürmer, bleibt hinter den Bänken. Und ich war ja hier an dieser Stelle abgekratzt. Und deswegen jetzt nochmal von vorne. Dieses Video ist immer noch nachkommentiert. Aber das ist jetzt der letzte Part, der nachkommentiert wird. Und dann werde ich wieder anfangen, live zu kommentieren. Und da bin ich ja schon mal von einer Granate gestorben. Ja, wie ich ja schon im vierten Part gesagt habe, musste ich drei Parts nachkommentieren, weil die Sounddatei verloren gegangen ist. Ich weiß nicht warum. Die war einfach nicht da. Und deswegen ist auch Titus nicht an meiner Seite. Und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, würde es ohne Titus weitergehen. So. Dann versuchen wir jetzt nochmal Anlauf Nummer 3. Ich kacke hier auch noch knapp, weil ich bin echt schlecht in dem Spiel. Ah, das war ein Headshot, aber irgendwie sitzt er. Was mich... Ja, stört mich nicht, aber hier sind schon wieder diese komischen Türme. Ich glaube, die werden ja auch noch ein bisschen vom Verhängnis an der Einstelle oder... Ich glaube, das kommt gleich, wenn ich mit dem Verhängnis an die Stelle. Wodurch ich dann sterbe. Okay, hier sterbe ich nochmal durch eine Granate. Und deshalb muss ich das Ganze nochmal von vorne machen. Yeah. Ach nee, hier war ein Speicherpunkt. Okay. Ach, gut. Ja, da wusste ich nicht, wo das herkam und dann wurde mir klar, dass es dieser komische Turm ist. Aber da war es dann schon zu spät. Was soll man machen? Es werden nur bald wieder neue Videos zu Black Ops kommen, schätze ich mal. Weil da habe ich ja jetzt schon länger keine Videos mehr gemacht. Und zu Homefront im Multiplayer werden auch noch Videos kommen, schätze ich mal. Ich habe dann zurzeit irgendwie keine Lust mehr. Ich habe zurzeit voll Bock auf Black Ops. Weil ich da das nächste Features endlich erreichen will. Und ich spiele zurzeit auch ein bisschen MW2, aber ich spiele das nur, wenn ich Bock habe zu snipen. Woanders zu ist dieses Spiel auch nicht zu gebrauchen. Weil es an sich nicht verpackt ist. Das ist nur zum Snipen ganz gut. Wenn man snipen will, spiele ich meistens das Spiel. Oder Black Ops, weil da kriegst du noch eine Herausforderung zu Tricks. Das ist so wie in MW2. Okay, genug darüber geredet. Aber, ich glaube, den Knife ich jetzt. Da ist jetzt der Turm und ich schmeiß das mal nach. Den da. Schlecht, Pille. Das war knapp. Fast gestorben, aber zum Glück konnte ich das noch von hinten. So, jetzt gehen die Türme und schießen noch mit. Und das sind zwei. Einer ist weg und der andere wird jetzt gleich beseitigt. Ach ja, das steht bestimmt. Steht ja etwas weiter hinten. Da steht er. Da werfe ich dann, glaube ich, noch eine Granate hin und dann ist der weg. Bam. Weg ist er. Da! Alle sind tot! Bist du jetzt zufrieden? Ja, das bin ich.
So, jetzt müssen wir uns da neu formieren. Jacobs, das musst du sehen. Und dann sehen wir hier eine echt krasse Szene, wenn ich mich jetzt umdrehe. Sieh dir das gut an. Das ist schon echt krass. Verdammt, Connor. Es gibt nichts zu sagen. Ein richtig heftiges Grab. Und ich schieße erstmal rein. Scheiße. Was machen wir? Okay, und jetzt kommen die Koreaner. Was? Rein da! Hopper, sofort! Deswegen gehen wir jetzt in die Leitung rein. Sie kommen! Und verstecken uns da. Runter! Was? Runter! Ja, die gehen dann natürlich ganz vorsichtig rein und was mache ich? Ach, sind doch nur Leichen. Zack, rein da. Sehr nett hier noch wieder arm. Eine kleine Spielerei, was man mit diesem Arm wohl machen kann. Also man kann ihn nicht wegschlagen. Das sieht echt ekelhaft aus. Keine Bewegung, wag es nicht mal zu atmen. Weiß es. Da sind doch schon die Koreaner. Ich würde mal sagen, echt Glück gehabt, ne? Amerikanische Leichname in eine Grube zu werfen, kann unserem Widerstand nicht bekannt. Wenn Ehre und Schotter stille Münder füllen, werden wir für sie sprechen und der Welt ihre Geschichten erzählen. Diese Toten haben Namen, solange wir für ihr Andenken kämpfen. Dieses Land wird wieder unser Land werden. In diesem Augenblick plant der Widerstand Angriffe, die zu einem Sieg in einer unserer größten Städte führen könnten. Ich bin die Stimme der Freiheit und verabschiede mich. Ja, da habe ich mal meine Klappe gehalten. Wie man an der Trophy schon erkennen konnte, habe ich dort gerade das zweite Kapitel beendet. Die Wunde muss erstmal verheilen. Mach dir keine Sorgen. So, sind wir hier in diesem Truck, sage ich mal, Buddy. Und da sehen wir Boone und Rihanna. Und Boone ist irgendwie immer noch verletzt oder so. Schade, ich fand Boone eigentlich ganz cool und jetzt müssen wir ohne ihn weiter. Du leistest gute Arbeit. Ich wünschte, ich hätte mehr für dich. Ich würde lieber Boone mitnehmen als Hopper. War vorsichtig. Weil Hopper ist dumm. Ich mag ihn nicht. Tja, da waren es nur noch vier. Also wir schreiten jetzt zu viert vor. In Ordnung, wir werfen euch ab und Hopper richtet sich am östlichen Platz ein. Ich bringe den Lieferwagen zum Haupttor und treffe mich mit den Typen von Gunnis. Wir sind hier. Los, Jacobs! Ich glaube, ja, jetzt kommt die Sniper-Mission. Die viel zu kurz zu mir gleich hier mit. Ihr zwei bleibt oben und gebt uns Deckung. Wir machen den Weg für Goliath frei. Dann gehen wir rein und suchen den Treibstoff. Hoffentlich okay, verstehe. Den Scheißkern richtig weh zu tun. Machen wir. Unten bleiben, Ruhe. Der Parkplatz ist sauber, aber drinnen könnten noch welche sein. Seid ihr zwei allein? Es kommen noch mehr. Halt dich zurück, bis das Feuerwerk losgeht. Die
gehen so langsam in diesem Spiel. So, jetzt darf er mal die Arbeit von Connor übernehmen und die Tür hier aufbrechen. Ach nee, er macht doch, doch halt mal. Okay, dann folgen wir mal Rihanna. Wow, die können ja doch laufen. Okay, wir folgen hier diese Treppe hier hoch und dann dürfen wir gleich ein bisschen snipen. Jetzt wird erstmal dieser Koreaner hier ausgeschaltet. Den hätte ich gerne gekillt, aber... Es wird nie einfacher. Los geht's. So. Sind wir hier auf diesem Dach und dürfen snipen. Yeah. Sowas mag ich. Einfach nur mal eine Mission, wo man snipen darf. Nur wie ich schon gesagt habe, ist die hier viel zu kurz. So, und Connor und Hopper haben irgend so eine komische Feuerwaffe, die wir jetzt gleich sehen werden. Ja, diese Rakete, die sie da irgendwie sowas abfeuern. Erstmal lassen sie diesen Bulli hier reinfahren als Täuschungsmittel. Und da kommt was. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es noch nie gesehen vorher. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Bam. Oh mein Gott. Gott, ich kann riechen, wie sie brennen. Mach ihrem Leiden ein Ende. Wer schießt da? Lass diese Bastarde kochen. Papa, wo bleibt die zweite Salve? Ich arbeite dran. Scheiß drauf, wir gehen rein. Alle Teams los. Und es gibt hier zwei Trophäen zu gewinnen. Und zwar... Eine Trophäe, wenn man 5 Leute killt, die brennen, und eine Trophäe, wenn man keinen killt, die brennen. Bam, Atcha. Und gleich kommt die nächste Rakete oder was auch immer von ihm angeschossen. Gerade loslaufen, dann mal PAM ist er tot. Oh. Eieiei. So, jetzt kommen wir zu mir. Ja. Hopper macht einen Fehlschuss und... So ein Spasti, ich meine... Ich weiß nicht, wie blöd der ist, ey. Schießt der so ein Ding auf uns? Jetzt noch dümmer? Nein. Sollte man Hopper töten? Ja. Ja, Rihanna hat es natürlich überlebt, ohne überhaupt verwundet zu sein. Und ja, ich meine, so eine Explosion, die direkt neben man explodiert, hält man natürlich auch mal aus. Ne? Ja. Das war knapp. Papa, du bist einfach nur ein Idiot. Halt deine scheiß Fresse, du Spasti. Los, das war ein Unfall. Dein Unfall hätte uns fast umgebracht. Rihanna, heftige Kuh. Flach ich finde das lustig, dass das da oben steht. Rihanna, heftige Kuh. No flow, aber nicht zu kommen. Oh Scheiße, Kampf und Schrauber! Halt dich irgendwo fest! Oh yeah, bam! Das tat sicherlich weh. Und das ist ein Koreaner. Und der hat uns gesehen. Oh nein, was wird er tun? Nichts! Tot ist der nämlich. Ah, die Scheiße hier wird immer.
So, diesen Part hier werde ich jetzt gleich beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann bei Part 7. Bis dahin.